Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Gothic. Und ja, wir sind in der letzten Folge hier den wunderschönen Abhang hinunter, schon die ersten Gegner besiegt. Und ja, nun geht's weiter. Wir sammeln wieder alles ein. Zwei Scavenger. Besuchen wir doch mal die beiden da vorne. Aber vorher alles einsammeln. Natürlich wieder. Hallo? Hey du! Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Oh. Und was jagt ihr so? Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Und ja, was ist an dem Gebiet so gefährlich? Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Wo kriege ich denn bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Erzähl mir doch mal ein bisschen mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Okay, aber wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum, ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Kauft er die denn nicht? Wieso? Verkauft er die Karten nicht? Wenn du an genug Erz rankommst, um sie zu bezahlen. Okay, das schickt erstmal. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Sehr nett. Na gut, dann mach's gut. Quatschen wir mit dem hier auch noch. Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Na, den kannst du auch haben. Hier, bitte. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft.
Okay, bei dem konnten wir Sachen über die Jagd lernen, glaube ich. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Genau, ja. Du verlangst ziemlich viel dafür. Du verlangst verdammt viel für dein Wissen. Mag sein, aber du kannst eine Menge Erz damit verdienen. Alle Tiere, die du tötest, ohne zu wissen, wie man sie vernünftig ausschlachtet, werden einfach verwesen. Das ist eine verschwendete Gelegenheit, ihnen das Fell abzuziehen und teuer zu verkaufen. Wenn ich du wäre, würde ich mir dieses Wissen so schnell wie möglich aneignen. Na okay, mal gucken, ob wir das machen, weil... Ich weiß nicht mehr genau, ob sich das wirklich so gelohnt hat, wie er das gerade sagt. Aber erstmal speichern wir. Und dann versuche ich da wirklich mal so einen Scavenger anzulocken. Aber wird wahrscheinlich eh drauf hinauslaufen, dass die alle auf uns zugestürmt kommen. Obwohl. Toll. Oh, gut, auch okay. Ich will auch. Menno. Naja, wenigstens können wir denen das Fleisch klauen. Zack, gehen wir hinten noch. Zack. Gut. Und dann laufen wir hier mal weiter. Da vorne sehe ich schon gleich den nächsten Scavenger. Dann mal packen wir uns den aber. Zack! Jawohl, erwischt. Schauen wir uns die da drüben auch. Ne, wir gehen erstmal weiter. Am Waldrand entlang. Ich glaube, das war ein richtiger Scavenger, kein Junge, oder? Ne, doch, auch noch jung. Okay. Uns den noch. Zack. Tja, zu spät, Kumpel. Gib mir dein Fleisch. Und das. Na, ihr zwei? Habt ihr noch was zu erzählen? Hi, ich bin neu hier. Schön für dich. Ist das da hinten das alte Lager? Ist das da hinten das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Wie? Was? Da drunter? Ist ja nicht viel los. Na gut, Spaß beiseite, gehen wir mal ins alte Lager hier vorne. Da sieht man schon den Torbogen. Was klauen wir uns noch? Okay. Und dann speichern wir nochmal. Fertig. Und dann machen wir uns auf den Weg ins alte Lager. Vorher nehmen wir den Becher noch mit. Hier noch was? Nee. Nichts mehr. Hallo? Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Ja, doch, eigentlich schon. Nee, aber Diego hat gesagt, ich soll mich mit ihm im Lager treffen. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Vielen Dank. Irgendwas Neues passiert? Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Gut. Und? Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Okay, dann mach's gut. So, da wären wir. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Im alten Lager. An der Geschichte. Dann quatschen wir wirklich als erstes gleich mal mit dem Diego. Feuerwehr, das Ganze.
Ach, ich mag die Musik im alten Lager übrigens sehr gerne. Soundtrack von Gothic ist sowieso top. Super Soundtrack. Aber bald für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. Okay, da hat Fiona jetzt nicht so viel Neues zu erzählen. Aber, na komm, erzähl uns mal was über das alte Lager. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez Leuten anzuschließen. Ja, das gucken wir dann später noch. Aber was ist denn mit den anderen beiden Lagern? Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihm die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Ja, ja, die Spinner. Aber dann erzähl mir doch mal was über die Barriere. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Ja, ich will hier weg. Na gut, dann... Mach's gut. Genau. Ich höre nicht mehr auf das... Okay. Dann statten wir dem Torus doch auch gleich nochmal einen Besuch ab hier. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest, oder? Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Solange ich damit nichts zu tun habe. Ah, man konnte ihn, glaube ich, auch bestechen für 1000 Erz oder sowas. Wenn du meinst. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken? Nun, du könntest dich Gomez Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Die haben wir eben nicht. Wir sagen es trotzdem mal. Ich hab die 1000 Brocken Erz. Lass mich in die Burg. Ich hab die 1000 Brocken Erz. Lass mich in die Burg. Verarsch mich nicht, Kleiner. Du hast keine 1000 Brocken Erz. Doch. Ich hab sie hier. Ich hab die 1000 Brocken Erz. Lass mich in die Burg. Verarsch mich nicht, Kleiner. Du hast keine 1000 Brocken Erz. Na gut, okay, erwischt. Nee, das erzählen wir nicht. Wo kommt es arbeiten? Wir entscheiden uns später. Mach's gut. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Machen wir eine kurze Pause. Und ja, wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und ja, bis dann, ne? Ciao!